Hey Leute, hier werden wir jetzt in der sechsten Woche von der Botschafter Nightwave und wie jede Woche habe ich auch hier nochmal ein kleines Video für euch, wie ihr das Ganze möglichst einfach und schnell machen könnt. Ich muss sagen, die Woche hier hat mir relativ gut gefallen, hat Laune gemacht und wir können jetzt rein theoretisch auch in dieser Woche das Umbra Former erhalten. Das bedeutet, wenn ihr alle großen Missionen gemacht habt und die meisten von den täglichen Missionen, könnt ihr jetzt wie gesagt das Umbra Former erhalten. Gut, die ersten beiden Missionen hier muss ich gerade nicht erwähnen, die sind aus vorherigen Wochen, die ich gerade am Nachholen bin. Und aus dieser Woche hätten wir dann Töte 150 Gegner durch Virusschaden und Töte 150 Gegner durch Explosionsschaden. Explosionsschaden würde ich persönlich mit der Rhino-Ulti machen, Virusschaden mit der Zarin-Ulti und dann ins normale Onslaught reingehen, also Sanctuary-Ansturm und da dann 10-mal die Fähigkeit spammen oder schlechtestenfalls 15-mal, dann habt ihr die 150 Kills. Geht super, super einfach. Aber für die, die jetzt diese Frames nicht haben, gibt es natürlich auch noch eine andere Variante. Dann müsst ihr einfach nur den entsprechenden Elementarschaden in eine Waffe reinmodden und dann die Gegner töten. Oder ihr könnt zum Beispiel auch das Ganze in die Regulatoren von Mesa machen und dann mit der Mesa-Ulti alle Gegner töten. Dann hat man das auch relativ schnell zusammen, aber es ist halt langsamer, als wenn man es mit einem AOE-Frame macht. Bringe eine Glyph in einer Mission an, ist geschenkt, zeige ich euch gleich wie das geht, aber Kurzversion, ihr müsst das Glyphen-Display in eurem Inventarrad haben und das dann einfach in der Mission aktivieren. Bestücke drei Eier-Tanz-Skulpturen vollständig. Das ist in meinen Augen eine geschenkte Aufgabe, hat aber einen bestimmten Grund. Zum einen bekommen wir pro Woche eine Eier-Tanz-Skulptur durch die Maro-Quest. Und zum anderen können wir unbegrenzt viele Ayatan-Skulpturen in den Schiedsgerichtsmissionen fangen. Schiedsgerichtsmissionen schalten wir frei, wenn wir die komplette Sternenkarte gemacht haben. Und wenn ihr das nicht habt, dann ist das hier ein wenig tricky. Aber auch kein Problem, weil diese Animateur-Quest, so heißt das Ding, ist nicht jede Woche da. Das bedeutet, ihr könntet theoretisch schon mal im Voraus die Teile zusammenfarmen und einfach darauf warten, dass die Nightwave kommt und es dann erst voll machen. Oder ihr kauft die Skulpturen. Also mal ganz davon abgesehen, dass man die auch in normalen Missionen finden kann, aber dass die ziemlich selten sind, kann man die, wie bereits erwähnt, kaufen. Und die sind nicht teuer. Ich meine, so eine Skulptur kostet 8 Platin. Glaube ich. Das bedeutet, ihr kauft sie, macht sie voll, habt die Nightwave fertig und dann theoretisch könnt ihr die Skulptur entweder gegen Endo eintauschen oder nochmal voll verkaufen. Und wenn man das Ding voll verkauft, sollte man eigentlich Gewinn machen. Aber genauso gibt es auch andere Leute, die geben einem eine leere Skulptur und wollen dafür einfach eine volle Skulptur zurückgetradet haben. Das bedeutet, ihr macht da einen minimalen Verlust, aber auf die Art und Weise kann man die Nightwave halt eben machen, ohne dass man jetzt die wöchentliche Quest jede Woche macht und das Ding spart, ohne dass man Schiedsgericht hat und ohne dass man jetzt die Mission abgrasen muss und da betet, ein paar Ayatan-Skulpturen zu bekommen. Also später ist das Ding, wie gesagt, geschenkt. Da bekommt ihr in dem Schiedsgericht ungefähr alle, sagen wir, 6 bis 10 Minuten so eine Skulptur raus. Aber wenn man das noch nicht freigeschaltet hat, dann ist es halt ein bisschen tricky. Aber ich habe euch jetzt ein paar Möglichkeiten genannt, wie ihr trotzdem die Skulpturen zusammenbekommt. Dann beende 3 Attentatsmissionen. Da macht man normalerweise Nefenyo oder Forit. Wo ihr die beiden findet, versuche ich euch gleich noch zu zeigen. Und dann hätten wir noch fange 6 seltene Servofische im Orb Vellis, also auf Fortuna. Das Ganze ist vermutlich eine der schnellsten und einfachsten Missionen. Da geht ihr einfach rein, geht nach unten links zu dem See, wo das Flugzeugwrack oder das Raumschiffwrack drin liegt. Und wenn da so 2, 3 Hotspots drumherum sind, schmeißt ihr einfach die Trymozyn-Köder rein. Im Normalfall schafft man das dann in 1 bis 2 Minuten, die 6 Fische zu fangen. Wenn es schlecht läuft, braucht ihr 2 Minuten. Wenn es wirklich sehr gut läuft, schafft ihr es in ungefähr 1 Minute. Also ich kann euch nur empfehlen, geht direkt nach unten links, Trymozyn oder wie die Viecher heißen und dann fertig. Beende 3 Sabotagemissionen, da würde ich euch empfehlen, kombiniert das mit Rissen, weil, muss ich gerade selbst schauen, wir haben hier öffne 10 Relikte. Das bedeutet, hiermit können wir schon mal 3 von den 10 abhaken, bedeutet wir bräuchten nur noch 7. Dazu kommt, erreicht in einer Verteidigungsmission mindestens Welle 20. Wenn ihr das jetzt auch noch mit einer Rissmission kombiniert, habt ihr nochmal 4 Risse mehr. Das bedeutet, ihr habt schon, ihr müsst nur noch 3 Risse so aufmachen und das schafft ihr ganz schnell nebenbei.
Das könnte man dann zum Beispiel dann machen, indem man hier die 5 Cephalon Cimaris Scans macht, aber das geht zu weit. Also ich würde euch empfehlen, macht die Sabotagemission als Riss, macht hier die Verteidigungsmission als Riss und dann die letzten 3 Risse rennt ihr einfach in einer Exterminate- oder Capture-Mission. Also alles wirklich sehr, sehr einfach. Was man auch machen könnte, das hatte ich gemacht, weil kein Riss da war. Ich hatte die 20 Verteidigungswellen im Schiedsgericht gemacht. In der Zeit habe ich dann, also in 2 Runden, habe ich leider nur eine Ayatan-Skulptur rausgezogen. Also hätte ich Glück gehabt und 2 rausgezogen, wäre ich mit der Mission hier fertig gewesen. Zum einen, weil ich die Maro-Quest gemacht habe. Und dann hätte ich mit Glück hier noch 2 Skulpturen rausgezogen und wäre direkt durch gewesen. Hat leider nicht ganz funktioniert, aber nur so als kleiner Hinweis, was man auch machen könnte. Das letzte wäre dann, führe 5 Scans für Cephalon Cimaris durch. Und das ist relativ einfach. Also da zählen entweder die großen Scans, also wo man 10 Stück machen muss, oder diese Daily-Mission. Und normalerweise muss man ja nur 3 Daily-Scans machen und hat die Quest dann fertig. Jetzt kann man aber einen kleinen Trick machen. Wenn ihr reingeht in die Mission, wo euer Ziel drin ist, könnt ihr das scannen, bekommt das auf euer tägliches Teil angerechnet und auf die Nightwave. Brecht ihr jetzt die Mission ab, bleibt euer Nightwave-Fortschritt erhalten, aber euer täglicher Fortschritt wird zurückgesetzt. Das bedeutet, ich musste hier 5 Scans machen. Die ersten 2-mal habe ich die Mission abgebrochen und bei den letzten 3 habe ich es zu Ende gemacht. Das heißt, zum Schluss hatte ich meine Daily fertig und hatte die 5 Scans für Cimaris fertig. Und ja, damit wären wir mit der Nightwave jetzt hier eigentlich durch. Ich habe dann gesagt, ich wollte euch noch zeigen, wo ihr Nefenyo finden könnt. Den findet ihr auf Venus bei Boah, wenn ich mich nicht irre. Oder nee, das haben die, glaube ich, geändert gehabt. Das ist jetzt auf Phobos. Genau, Phobos Iliad. Der Sergeant, naja, da macht ihr das einfach und da habt ihr die Kills in ungefähr, wenn ihr wirklich schnell seid, in einer Minute. Aber, naja, ich würde so 1,5 Minuten einrechnen. Alternativ könntet ihr halt eben auch versuchen, Forit zu töten. Da braucht ihr einen befallenen Ausbruch, bei dem Forit-Manifestierung ist. Und da könnt ihr dann einfach auch schnell durchrushen. Was ist der? Ja. Einfach durchrushen, den Boss töten und solo schafft ihr das auch in ungefähr 1 Minute, wenn ihr schnell seid. Im Team kann man es noch schneller schaffen, aber genauso, wenn ihr das mit Randoms macht, die können euch ordentlich aufhalten. Müsst ihr halt eben selbst abschätzen. Dann das letzte, was ich euch noch zeigen wollte, war das Glyphendisplay. Beziehungsweise ich glaube, das war die Prisma-Glyphe, die man ausrüsten muss. Die hätten wir hier. Glyphen-Prisma, genau. Müsst ihr halt eben da in dem Earwheel ausrüsten, dann könnt ihr das einfach in der Mission auswählen, aktivieren und dann klatscht ihr eure Glyphe irgendwo dran. Das wäre es jetzt auch schon gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.